Das Wave-Gotik-Treffen, wirklich ein Ort, wo man seine kleinen Kinder mit hinnimmt. Alle sind schwarz gekleidet, es riecht nach Patchouli. In der Musik geht es um Tod, um Friedhöfe. Und genau dort machen einige sogar ihre Säuglinge zu Gruftis. Wir waren mittendrin. Dieses Festival ist kein Kindergeburtstag. Jede Menge finstere Gestalten versammeln sich jedes Jahr beim Wave-Gotik-Treffen in Leipzig. Und mittendrin Grufti-Kinder und sogar Grufti-Babys. Ihre Eltern haben sie mitgebracht zum düsteren Gotik-Event. Ob das eine gute Idee ist? In der Schlange am Einlass treffen wir Nicola, Dean und ihre kleine Schwester Enya. Mit ihren 13 Monaten kriegt sie noch nichts mit, doch die älteren Geschwister sind schon echte Gotik-Fans. Es gibt so viele tolle Kleider. Sie sind fasziniert. Auf jeden Fall. Also sie wollen sich auch mit jedem fotografieren lassen, wenn sie sagen, oh, guck mal hier, guck mal da. Die Musik hier klingt etwas anders als in den meisten Kinderzimmern. Fröhlich tanzen kann man dazu auch nicht. Doch Nicola und Dean wollten unbedingt mit zum Festival. Andere Kinder geben zu, dass ihnen Gruftis ziemlich unheimlich sind. Hast du manchmal auch Angst? Ja, wenn die komplett schwarz auf dem Gesicht angemalt wird, wenn die jetzt hier solche speziellen Kontaktlinsen haben. Die meisten Kinder müssen mit. Ihre Eltern gehen seit Jahren auf das WGT und wollen jetzt nicht damit aufhören, nur weil Nachwuchs in der Familie ist, wie der kleine Gabriel Joel. Wir waren letztes Jahr schon hier und da war er noch etwas kleiner, da war er gerade mal, naja, wie alt war er, Schatz, letztes Jahr? 6 Monate. 6 Monate, ja, ein halbes Jahr. Hat er gut überstanden und dieses Jahr dachte man, okay, probieren es mal wieder. Bisher ist noch kein Kind in Ohnmacht gefallen, berichten uns die Festivalsanitäter. Doch nicht alles auf dem Gotik-Treffen ist geeignet für Kinderaugen. Fetischveranstaltungen sind streng tabu für alle unter 18. Die laute Musik der Bands ist ein Problem. Viele Eltern bringen deshalb Schallschutzkopfhörer mit. Dass die vielen schrägen Eindrücke der zarten Kinderseele schaden, glauben Grufti-Eltern dagegen nicht. Dazu ist er noch zu klein, er ist 16 Monate, das versteht er noch nicht. Also der hatte heute in der Fußgängerzone vom so einem Bärenkostüm hatte einer an und verteilte Gummibärchen. Da hat er richtig Schiss gehabt, hat geguckt, was das für ein Außerirdischer ist und hier die ganzen Schwarzen, das nimmt er nicht wahr. Mit großem Ehrgeiz verwandeln viele Eltern ihre Kinder in Gruftis und die Kleinen haben Spaß daran. Fiona aus Trier ist 5 und weiß inzwischen, worum es hier geht. Man erklärt halt dem Kind, das ist alles Maskerade und die Leute sehen eigentlich ganz normal aus, wenn sie das Ganze abgeschminkt haben und dann haben die eigentlich auch keine Probleme damit. Sebastian aus Leipzig ist erst 2 und schon ein Grufti-Baby. Ob er später mal ein richtiger Grufti wird? Die Eltern hoffen es. Er ist ein Metal-Baby, absolut durch und durch. Weil er ist doch 2 Monate zu früh, kam aus dem Inkubator, das erste Anzeichen war das, ohne es zu zeigen. Kinderwagen zwischen Gruftis, noch vor wenigen Jahren undenkbar. Das Wave-Gotik-Treffen feiert 25. Jubiläum und die wilden Zeiten von Deutschlands düsterstem Festival sind offenbar vorbei. Das WGT ist kein reines Jugendfestival mehr. Es wäre also einfach über die Jahre immer mehr ältere Gäste auch dabei haben, die tatsächlich eben zum Teil auch mit ihren Kindern hierher kommen und dem, ja, mussten wir natürlich irgendwie Rechnung tragen. Und vielleicht erweist sich das sogar als klug, wenn die ganzen Grufti-Babys in vielen Jahren auch als ausgewachsene Gruftis nach Leipzig kommen.